Morgen bei Senior Didi mit Musik. Und heute wollen wir den Typ 3 D-Moll harmonisch üben. Wer mitmachen will, kann hier mitüben für Gitarre. Er ist der dritte Typ in D-Moll, aber harmonisch. Ja. Wir können mal zurückgehen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Da haben wir gespielt Typ 2 F-Moll harmonisch, aber in der langen Form. Sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Ja. Davor haben wir das in einer Lage gespielt, F-Moll. Und der erste Typ war G-Moll. Und in der langen Form wieder, ja? So, und wir spielen jetzt hier fünf harmonische Moll-Tonleiter-Typen. Und jetzt sind wir an dem ersten Typ, zweiter Typ, also immer in einer Lage und einmal in der langen Form oder Longform. Und heute machen wir den D-Moll harmonisch. D-Moll harmonisch. So. Und das heißt im Grunde, der erste Grundton von D-Moll oder D ist wie bei der Dur. Bei D-Dur, ne? A-Seite, fünfte Bund. Kleine Finger aber bei dieser Tonleiter. Und die können wir auch nur eine Oktave spielen in dieser Lage. Ja? Und wer schon ein paar Mal jetzt geübt hat, der weiß, aha, wenn man die Lage dann kann, dann kann man die jeden Halbton weiter verschieben und dann spielen D. Haben wir jetzt hier. Dann spielen wir das in Dis. E, F, Fis, G, Gis, 12 Halbton, Schritt hoch und wieder runter. Aber das ist jetzt nur D-Moll harmonisch in einer Lage, ja? Das ist der Grundtyp. Und das sieht man ja, dass man sagt ja F-Dur. Dazu ist die parallele Tonleiter D-Moll. Und dann sieht ja auch fast, fast alle Töne sind gleich wie bei F, ne? Also die ist schon ein bisschen schwieriger, die Tonleiter. Wenn man sieht, also hier ist dieser Hiatus-Schritt. Mit zwei Halbtöne und die zwei Ganztonschritte. Na, das ist schon nicht so ganz so einfach. Und hier nochmal zwei Ganztonschritte wie hier. Diese Lage üben wir jetzt mal. Grundton ist A-Seite, fünfte Bund. Ne? Ist D-Ton. Grundton D. Und bis hierhin, grüne Zeichen sind immer die Grundtöne. Ist das wieder ein D? Da fängt dann die nächste Oktave an, wohl? So, dann gehen wir ja mal dran. Also die ist nicht so ganz so einfach. Da gehen wir ganz langsam dran. So, dann schauen wir mal. Guten Morgen. So. Heute spielen wir Typ 3 D-Moll harmonisch, aber in einer Lage nur, ne? Wenn man die Lage geübt hat, rutscht man immer einen Halbtonschritt weiter und macht die Lage hier. Hier, jeden Halbtonschritt, 12 Halbtonschritte hoch und wieder runter. Und spricht immer die Tonart mit, nicht? Wenn man jetzt hier mit D anfängt, kann das, dann spielt man den nächsten in Dis, E, F, ne? Immer denselben Typ, auf und runter. Das ist also Vorinformation, das macht man bei jeder Tonleiter oder bei jedem Akkord, ne? Grundakkord. Typ, ne? Die Typen kann man immer wieder 12 Töne hoch und runter schieben. So, dann fangen wir mal an. Typ 3 D-Moll harmonisch. Da haben wir gesehen. Ja, ganz schön große Schritte. F, G, A, A, Is, C, B, hier, Cis und D. Das ist ja dieser Hiatus-Schritt. So, dann sind wir hier auf dem Grundton. Das heißt hier A. Seite, A5 sagt man dazu, oder E6, D4 und so weiter. Die werden auch entweder mit E, H, G, D, A oder E beschimpft, die Seiten, oder auch mit Zahlen. Ne? E1, H2, G3, D4
D4, A5 und E6. Ne? So sagt man das eigentlich richtig im Fachjargon. So, wir fangen jetzt an auf der A-Seite, A5, fünfte Bund oder fünfte Lage. Da fangen wir an, das ist der Grundton. D, Ton. So, dann haben wir jetzt schon die S-Oktave hinter uns. D, Moll, harmonisch. Grundton D. Ja, nächste D. Also diese Oktave kann man in einem durchspielen. Die Töne, die danach kommen oder die davor sind, das gehört auch zu den Oktaven darunter oder darüber, aber die kann man nicht ganz ausspielen. Ne? Und das machen wir dann hinter in der Longform. Also Grundton nochmal anfangen mit dem kleinen Finger. A-Seite, fünfte Bund. Ja? Wieder Wechselschlag üben, konsequent. Stehen, die gehören zu der Tonleiter dann da drunter. Da hätte man hinterher E noch und D. Noch tiefer, ne? Aber da kommen wir ja nicht hin. Deswegen spielt man das immer jetzt nur in einer Lage. Ja? F-Ton. Sind wir auf dem Grundton D. Über diese Oktave gehen, in der nächsten Oktave höher gehen. Ist auch nicht so ganz einfach. Wieder ein ganz toller Schritt, ne? Ganzer Schritt, ganzer Schritt. Ja. Nochmal. Und wieder zum Grundton, wieder zurückgehen, ne? Das ist die D-Moll-Tonleiter harmonisch, ja? Nochmal, kann man in einer Oktave nur spielen und teilweise eine Oktave tiefer und teilweise eine Oktave höher in dieser Lage, ja? Machen wir wieder einen Viererschlag, jeden Ton. 3, 4. Ganze Tonleiter davon jetzt, ne? D-Moll. Nicht der Grundton. Der Grundton ist D eigentlich. Aber wir fangen jetzt mal ganz unten an, was wir spielen könnten in dieser Lage. Zwei Halbtonschritte. Da fängt die Tonleiter dann an, ja?
Akkord. Langsam, dass man alles jetzt spielt. Wir spielen jetzt die Tonleiter von Grundton aus nach oben und einmal wieder ganz nach unten und dann wieder zum Grundton. Das heißt also wieder vierer Takt, also vier Anschläge, ganz langsam. A-Seite, kleine Finger. Mal auf eine Grafik. So, da ist das jetzt nochmal auf eine Grafik gepackt. Das ist jetzt der Typ 3 in den harmonischen Molltonleitern. Da gibt es schon 5 Stück. Ne? 2 müssen wir noch machen. D-Moll harmonisch. Grundton. Damit fängt man an. 2, 3, 4, 5, 6. Der siebte Ton ist die nächste Oktave, ne? Fängt dann an. Könnte man dann ein bisschen hochspielen und wieder zurück. Aber wir sind jetzt erstmal nur auf einer Lage und bleiben in dieser Lage. Von diesem Ton aus gehen wir wieder nach dahin. 2 Ganztonschritte. Wieder zurück. Und immer die Finger anhaut, ne? Zeigefinger. Mittelfinger. Ringfinger. Kleine Finger. Ne? 1, 2, 3, 4. Und hier spielen wir in der E-Seite 1, 2, 4. Einen Haupttonschritt freilassen. 1, 3, 4. 2 Haupttöne freilassen. Da kann ich auch nochmal so eine Information geben. Also dieser Hiato-Schritt, den wir hier jetzt machen, immer mit einem Zweiton. Ich habe euch ja gesagt, dieser Ton, das ist ein Leitton. Dass das eine harmonische Tonleiter wird. Die natürliche oder die originale Tonleiter, dieses Urmoll, dann nimmt man nur diesen Ton und setzt dann wieder hier hin. Dann hat man die normale Tonleiter, ne? Kann man sich auch mal merken. Also man kann diesen Schritt, den man hier macht, einfach nur um einen Halbton wieder zurücksetzen, dann hat man wieder das Urmoll, nicht? Die normale Molltonleiter. Wenn man C-Dur als Beispiel spielt, kann man C-Dur harmonisch spielen oder C-Dur C-Moll normal, also das reine Moll. Und das kann man mit jeder Tonart machen. Bei D-Moll harmonisch haben wir jetzt D-Moll harmonisch. Und wenn wir diesen Ton zurücksetzen, haben wir D-Moll. Ganz normales, reines D-Moll. Ne? So, und dieser Hiatus-Schritt, zum Beispiel der von hier, von hier nach hier, ist auch ein Hiatus-Schritt. Also so sieht das dann hinterher aus. Da sind immer so 2 Halbtonschritte dazwischen. Und wenn man diesen
siebten Ton aus der Tonleiter einmal auf den sechsten setzt, dann hat man wieder eine rein natürliche Molltonleiter. Ne? So, dann wollte ich nochmal so als Ergänzung da sagen. Ja, und jetzt kommen wir dann zu einem Thema hinterher. Dann machen wir die Longform. Ja, da mache ich aber jetzt in der nächsten Sendung. Jetzt zeige ich euch nochmal die vorhergegangenen. Wie wir das dann machen. Also ist jetzt D-Moll harmonisch. Das ist jetzt F-Moll harmonisch, aber alles nur in einer Lage. Ne? Und das ist jetzt G-Moll harmonisch. Ja, auch nur in einer Lage. So sind wir hier angefangen hier. Erster Typ, G-Moll harmonisch, ne? Typ 1. Kann man bundweise versetzen, hoch und runter schieben. Dazu haben wir dann hinter die Longform gespielt in G. Typ 1. Der zweite Typ war dann F-Moll harmonisch. Das ist dieser hier. Da haben wir in dieser Lage F-Moll gespielt. Kann man auch wieder um 12 Halbtöne hochschieben oder wieder runter. Ja. Also mit jeder Tonleiter, die wir spielen, können wir alle Tonarten spielen. Ja, muss man bloß dann verschieben. Man kann auch mit dem F-Moll und C-Moll spielen oder mit dem F-Moll und D-Moll spielen. Ja, muss man das eben nur verschieben. Ja, mit jedem Typ kann man das machen. Und wir üben mit 5 Typen und wir sind jetzt bei D-Moll harmonisch. Das haben wir heute geübt. Der ist schon nicht so ganz so einfach, aber schön langsam üben. Immer jeden Ton 4-mal anschlagen. Runter, rauf, runter, rauf. Runter, rauf, runter, rauf. Und schön langsam. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Anfangen wieder mit dem Grundton erst. Wieder zurück. Zurück und wieder zum Grundton zurück. Ne? Immer wieder anfangen mit dem Grundton und enden mit dem Grundton. Dann macht man nichts falsch. Und die Fingersätze einhalten wollen. Dann mache ich das jetzt nochmal auf die Gitarre. So. Machen wir nochmal D-Moll harmonisch, den Typ 3, in den harmonischen Tonleitern. Nochmal auf die Gitarre. Das heißt aber, man fängt mit dem D-Ton an. Grundton, ne? Das ist die A-Seite. Kleine Finger. Fünfte Bund, ne? So, damit fangen wir an. Rauf, runter, rauf, runter, rauf. Zweite Oktave, ne, bis D. Aber sind wir aus der Lage raus. Ne? Die Lage geht nur bis hierhin. D. Nächste Sendung mache ich die Longform davon, ne? Ein D-Moll.